Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Attack 8. Ja, die Folgen werden hier rausgeballert. Wir schaffen es endlich mal wieder, ein paar Folgen aufzunehmen. Genau, und wir sind hier und haben schon ein bisschen was gemacht inzwischen der Folgen. Denn ich möchte mit meinem Haupthaus hier drauf anfangen. Und in der Folge vielleicht sogar das untere Gestell für das Haupthaus schon fertig bekommen. Dafür muss viel gemacht werden. Wir brauchen natürlich den Aufzug, der ein anderes Design bekommen wird. So ein bisschen sleeker, ein bisschen, ja, ein bisschen unsichtbarer halt, vielleicht mit so ein bisschen Glas oder so, ich weiß noch nicht ganz genau, aber ein bisschen unaufdringlicher im Prinzip. Ja, und hier haben wir schon Folgendes gemacht. Ich will hier auf jeden Fall noch irgendwie so eine Treppe hochbauen, ne? Also das gefällt mir noch nicht ganz. Aktuell kommt man nämlich nicht hier oben hoch, außer durch diesen mittleren Aufzug, und ich hätte es gerne, dass man von außen noch irgendwie hochkommt. Vielleicht sogar auch mit dieser Leiter, die, jetzt bin ich hier runtergefallen, das ist natürlich professionell, die weitergezogen wird einfach. Also wir könnten die Leiter einfach hier so eine Zwischenstopp machen und dass sie dann hier weitergezogen wird und dass man hier dann noch draufkommt oder so. Mal schauen, wie wir das hier im Endeffekt machen. Aber jetzt möchte ich erstmal das Hauptgebäude bauen. Das soll auf so einem kleinen Podest stehen, wie das ja auch in dem Vorschlag war. Ich möchte das Podest nur ein bisschen anders bauen. Da finde ich das eigentlich ganz cool. Da haben wir die alten Farben von unten wieder. Wir haben das Andesite wieder mit am Start. Und ich finde das eigentlich so ziemlich cool. Und auch wenn wir hier oben weiterbauen, machen wir einfach den hier und können dann hier ganz normal hiermit weiterbauen. Und das wird dann auch von oben ziemlich cool aussehen, wie ich finde. Vielleicht, ah ne, das könnte ich nicht verwandeln. Aber ja, mal gucken, wie ich das dann hier mache. Vielleicht lasse ich das einfach so. Mal schauen, auf jeden Fall finde ich das eigentlich schon ganz cool. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich hier überall 2, dann lasse ich hier 3, dann lasse ich hier 4. Das war einer zu viel. Dann lasse ich hier wieder 3 und hier wieder 2. Dass ich hier überall hingehe und diese Stützpfeiler noch mit einbaue. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Weil ich, als gehört halt zur Optik dazu. Und danach werden wir gucken, dass wir hier diese Platte komplett zumachen. Und dann können wir anfangen, hier den Turm drauf zu bauen. Ich glaube, beides, sowohl die Platte hier drauf zu bauen, als auch die Stützpfeiler, machen wir mal eine Timelapse. Auch in der Timelapse wird drin sein, wie der Wasseraufzug halt diese beiden Blöcke hier noch überwindet. Ich meine, hier oben kommt im Endeffekt einfach normaler Boden und es wird einfach so aus dem Boden kommen. Und dann können wir hier clean wieder mit dem Wasseraufzug anfangen. Das wird cool. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, let's go. Wir bauen weiter und das Ganze in einer Timelapse. Let's go. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Wir sind hier oben jetzt komplett fertig. Gerade hat hier noch ein Creeper ordentlich was weggeschallert, weil ich stand hier oben, wollte die Folge anfangen und ja, Creeper. Und jetzt sind wir hier bei einem kleinen Problem angelangt. Und zwar musste ich hier was entfernen, damit das alles hier wieder hochslidet und man hier wieder hochkommen kann. Aber ich glaube, ich habe dadurch... Ah, das Problem ist, hier sind überall diese Lampen und ich muss das Eis schnell genug wegmachen, damit es auch zu Wasserquellen wird. Und das geht teilweise nicht, weil das Eis zu schnell schmilzt. Wenn wir jetzt komplett hochkommen, passt alles. Ja, okay, es passt alles. Sehr gut, dann besteht noch Hoffnung. Kann ich bitte... okay, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Okay, jetzt aber. Gut, sehr gut. Ah ja, okay. Ah nee, wenn das schmilzt, dann wird daraus direkt ein ganzer Block. Okay, sehr gut. Das heißt, der Aufzug kommt hier jetzt komplett hoch. Sehr, sehr chillig. Das heißt, ich hab hier ein bisschen was gefixt, nämlich. Wir hatten hier vorher keine ganzen Blöcke drin. Und wenn das so ist, dann funktioniert das System. Also der ganze Aufzug funktioniert dann leider nicht, weil man überall gegenschallert. Und jetzt kann man hier vernünftig hochdriften. Das ging vorher halt nicht, weil man immer wieder gegen diese Teile gepackt ist. So. Und deswegen muss ich jetzt einmal an jeder Seite hingehen und da entsprechend die Sachen umbauen. Also hier zum Beispiel, das muss dann raus und dafür müssen dann die Blöcke hier rein und genauso hier auch wieder. Habe ich da wieder was weggemacht. Aber im Prinzip müssen hier überall volle Blöcke rein. Und wenn wir das gemacht haben, können wir zufrieden sein, weil dann ist das Aufzugdesign auch wieder gefixt. Wo wir das auch noch fixen müssen, ist glaube ich hier unten, genau hier. Hier haben wir das auch nochmal. Da geht es auch nicht klar, da müssen wir auch eigentlich
zweimal ganze Blöcke setzen. Und hier ist das auch so, ne? Das ist der Teil, der funktioniert hat. Das heißt, ich habe den Aufzug damals nicht ganz korrekt gebaut, aber das ist ja kein Problem. Das haben wir herausgefunden. Ja, jedenfalls würde ich gerne mal den ganzen Aufzug in Betrieb nehmen. Das nervt mich ein bisschen, dass nur eine Seite die ganze Zeit an ist und die anderen beiden gar nicht funktionieren. Ich möchte jetzt erstmal überall das Wasser reinmachen. Das heißt, ich gehe jetzt mal rum und fix das auf jeder Seite. Und sobald wir das gemacht haben, können wir... Ah, hier ist schon Salt Sand, aber dann können wir hier mal Magma-Blöcke hinpacken, dass man auch easy runterfahren kann. Okay. Das machen wir flott und dann sehen wir uns bei der nächsten Sache wieder. Fertig! Da ist der Aufzug, der jetzt endlich mal komplett ist. Ich meine, es hat so lange gedauert, dass wir jetzt einfach mal einen funktionierenden Aufzug haben. Wir können hier reingehen und hier bei unserem Lager wieder rausschauen. Wir können auch weiter runterfahren und können hier wieder rausschauen. Alles durch. Wir haben jetzt endlich mal einen funktionierenden Aufzug von allen Seiten. Auf zwei Seiten geht er hoch, auf zwei Seiten geht er runter und das ist sehr, sehr entspannt. Wir können hier komplett hoch, wir können hier komplett runter. Und wenn man aussteigen will, muss man einfach nur nach vorne drücken. Also wenn ich jetzt hier reingehe und dann nach vorne drücke, zack, steige ich hier aus. Zugegeben, rauf ist es ein bisschen schwieriger als runter, weil runter ist man ein bisschen langsamer. Und bei rauf muss man gucken, dass man so ein bisschen in der Mitte steht, sonst kommt man hier in diese Kante. Aber ansonsten schon sehr, sehr nice, wie ich finde. Wir können jetzt überall hoch, zack, und wieder runter. Hier werde ich dann wahrscheinlich mit Glas weiterbauen, einfach nur, damit es ein bisschen sleeker, ein bisschen versteckter ist. Jetzt möchte ich hier natürlich den fetten Hauptbatzen draufschallern. So. Und das möchte ich einmal machen, indem ich glaube, ich weiß gar nicht, wo genau ich es machen will. Vielleicht sogar hier. Ich möchte halt so Beine bauen, so Stahlträgermäßig. Nur halt aus, nicht aus Stahl. Ich glaube, hier kommen solche Beine hin. So Säulen. So vier Stück. Eine kommt hier hin. Eine da, eine da, eine da. Die sollen dann irgendwie so 25 Blöcke hoch. Und dann schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, damit fangen wir an. Wir ziehen jetzt erstmal hier vier Säulen hoch, gucken erstmal, was die Höhe angeht. Und dann schauen wir. Jawohl, so hoch. Hallo. Sind die Säulen. So sieht's aus. Genau. Und wir haben die genau 25 hoch gemacht. Ich finde, das sieht doch rein optisch gar nicht mal so falsch aus. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, wenn jetzt hier oben drüber noch was ist und dann da noch so ein Turm ist, dann finde ich, haben wir doch noch was Gutes drin. Und da kommen natürlich so Verstrebungen rein und hier kommt natürlich auch irgendwie so eine Staircase irgendwie noch mit rein und dann vielleicht, ja, vielleicht die ein oder andere kleine Wohneinheit oder sowas, aber einen kleinen. Was ich jetzt machen möchte, ist Glas. Ich möchte natürlich die Aufzüge hier weiter hochbauen und ich habe mir gedacht, wir machen das einfach so, dass wir hier überall schwarzes Glas hinsetzen, weil das so super unauffällig ist. Und an den Seiten setzen wir dann ganz normal, ich habe es gerade nicht dabei, aber Blackstone Walls halt hin. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Vielleicht diese Blöcke auch noch ersetzen durch das hier, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen zu wuchtig wirkt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bauen wir das jetzt hier erstmal alles hoch. Die Aufzüge müssen wir bis nach oben connecten. Und dann können wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich hier unten noch einen Ausstieg machen will. Also da unten, dass man da auch noch quasi zwischenmäßig aussteigen könnte. Ich weiß nicht genau, was ich hier oben drauf baue. Aber falls ich hier oben irgendwas Interessantes drauf baue, kann ich das ja noch nachträglich einbauen. Hier einen weiteren Ausstieg einzubauen, ist ja so simpel, als das da einfach eine Öffnung zu machen. Also ist ja super simpel. Und ich merke auch gerade, wir sind nicht mal ansatzweise so hoch mit unserem kleinen Pfeiler mit den Pfeilern außen rum. Ich meine, das hätte man ja sehen können. Habe ich aber nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rum. Ich habe, glaube ich, genug schwarzes Glas. Wenn nicht, muss ich nochmal gucken. Ich habe auch genug Blöcke, um das nur noch weiter hochzubauen. Und oben, wo wir jetzt gerade hingehen, soll dann eine Mischung vom Boden her sein zwischen Cyan Terracotta, Yellow Terracotta und Eisen... wie heißen die? Nicht Pressure Plates. Gibt es zwar auch, aber die meine ich nicht. Trapdoors, genau, Eisen-Trapdoors sollen da oben sein mit als Boden, weil ich finde, das passt hier einfach so genial hin. Ich würde die auch gerne oft seitlich anbringen, aber das geht halt leider nicht, weil die halt mit Redstone gepowert werden müssen. Also es geht an den meisten Positionen nicht wirklich. Vielleicht können wir hier und da nochmal eine einbauen. Gut, wir sind fast oben. Ich guck mal, wir bauen den Aufzug komplett da hoch und dann fangen wir an mal mit dem Boden. Ups. Also irgendwie habe ich jetzt hier schon viel weiter gebaut, als ich es eigentlich wollte. Ich wollte ja nur mal gucken, wie das so ungefähr aussehen kann mit den Bodenteilen. Und jetzt bin ich hier schon dran und mache hier Holzboden rein. Es ist natürlich ein bisschen weiter als ich ursprünglich wollte.
Von außen, finde ich, sieht das aber schon sehr, sehr gut aus. Wir fliegen mal ganz kurz zur Statue auf meinen Kopf. Und dann schauen wir mal. Ja, doch, ich finde, das sieht größentechnisch super aus. Wenn dann hier jetzt noch so ein Radioturm draufkommt, finde ich, könnte das eine richtig geile Schaltzentrale da werden. Ihr müsst euch ja noch vorstellen, das wird ja auch noch irgendwie so ein Zickzack werden mit einer Treppe, die hier raufführt und hier dann auch nochmal irgendwie und so, tralala und so. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Satellitenschüssel hier irgendwo hinbauen, einen Heli-Landeplatz und. Also da wird noch einiges kommen. Aber so langsam und sicher wird die Plattform, ne? Also hier mit Kuppel und jetzt dem Gebäude, also da kommt schon ordentlich was drauf. Ja, wir machen natürlich da oben weiter im Penthouse. Ich denke mal, von innen einrichten werden wir das jetzt nicht. Wir werden das natürlich jetzt erstmal vorbereiten, sodass der Rohbau steht, den Holzboden reinballern, die Decke reinballern und dann vielleicht auf der Decke auch nochmal was draufbauen, damit wir hier den Turm schon mal haben. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber wir haben ja hier auch, wenn wir jetzt hier draufstehen, haben wir auch so eine sicke Aussicht hier so einfach über die Plattform. Ich spiele mit dem Gedanken, vielleicht noch den einen oder anderen Balkon daran zu machen. Das wäre vielleicht ganz cool. Müssen wir mal schauen. Aber genau, das ist auch eher so ein optisches Ding. Das wird ja nicht an Produktivität haben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was alles in mein Penthouse rein muss. Also was muss da hin? Natürlich Schlafzimmer. Irgendwie vielleicht Gaming Room oder so. I don't know. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, danach, weiß nicht, danach haben wir so viele andere Projekte, um die wir uns kümmern können. Ich glaube, danach möchte ich wieder mal was Technisches bauen, was uns ja auch hier weiterhelfen wird. Und da ist natürlich allen voran der Smelter eine der Sachen, die uns hier noch mit am meisten weiterhelfen werden. Oder auch der Villager Breeder, weil wir auch da viel noch mitschaffen werden. Aber gut, jetzt heißt es erstmal hier irgendwie den Boden reinpacken. Ich dachte mir, wenn ich mir schon ein Apartment hier oben baue, dann baue ich es auch mit meinem Lieblingsboden. Und ich glaube, die Spruce Planks, ja generell Spruce Wood ist halt so mein Lieblingsbaumaterial, weil es sieht so geil aus. Ich mag Holz als Material auch im Real Life halt übel gern. Holz ist so ein geiles Material einfach. Da bin ich Fan. Da bin ich Fan vom Holz. Hier wurde vorgeschlagen, dass wir, upsala, dass wir hier irgendwie so eine, so einen Ausstieg irgendwie noch bauen sollen. Sowas in der Richtung. Und vielleicht dann auch noch hier so, ne, dass das hier halt ein bisschen höher geht. Damit wir hier irgendwie so ein bisschen mehr, nicht die Illusion, sondern ein bisschen mehr so einen Aufzug haben, dass man auch einfach herauskommt und so vielleicht in der Richtung. Das Ding ist halt, ich möchte hier natürlich irgendwie so eine Art Flur implementieren. Und damit halt hier so ein Flur irgendwie hinkommt, muss man auch schon gucken, dass man jetzt nicht so viel Platz verschwendet, ne? Also wenn ich jetzt hingehe, theoretisch müsste ich hier die nächste Säule ziehen, damit ich den Flur irgendwie symmetrisch irgendwie so aufbauen kann, dass ich hier durchlaufen kann. Aber obviously ist es zu groß, weil ist der Raum hier nur noch 4 Blöcke breit. So, das ist ja bescheuert. Also das können wir nicht machen. Das heißt, den Raum hier hinten hätte ich schon gern so breit wie möglich, als wäre ein Bodybuilder. Entschuldigung. Das heißt, wir müssen schon, ja, schon diesen Platz hier Minimum für die Räume hier außen haben. Sprich, ja, wir haben eigentlich nicht viel Space, mit dem wir arbeiten können, um ehrlich zu sein. Das ist eigentlich schon belastend wenig. Ne? Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Mini-Flur. Ja, da muss das hier schon fast weggelassen werden. Und ich glaube auch, dass fast das hier weggelassen werden muss, weil ansonsten ist es ja schon irgendwie ein bisschen seltsam. Ne? Also, weiß nicht, vielleicht wird es dann darauf hinauslaufen, dass wir sowas hier in der Art haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass man hier den hat. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, wir sagen einfach full on, let's go der Hase und machen halt den hier. Ne? Die könnten wir dann natürlich auch nochmal mit Wasser füllen und dann hätten wir halt das so mäßig. Aber es wirkt irgendwie seltsam, so das Holz direkt am Wasser zu haben. Deswegen, glaube ich, bin ich eher dafür, dass wir das so machen und dass wir hier dann halt den Flur haben. Den Flur vielleicht auch nicht aus Holz, weil das halt noch irgendwie die Plattform ist und dann kommt man hier in die Wohnung so ein bisschen rein. Das kann ich mir auch vorstellen. Dann hier so ein kleiner Gang. Also ich habe hier sehr hohe Wände, deswegen können wir das hier irgendwie so machen. So, hupsala. Ja, doch. Und dann kommt man hier in den Penthouse-Bereich, der verschiedene Räume hat, die man auch alle, ja, quasi rundherum laufen kann. Man kann dann hier rundherum laufen. Einen Balkon könnten wir theoretisch auch hier drauf noch bauen. Also ihr könnt uns hier so eine Dachterrasse noch... Oh, das will ich. Ich will eine Dachterrasse. Mit Whirlpool natürlich, damit wir hier unsere Hot-Tub-Streams machen können. Und dann... Sorry. Und dann, ja, machen wir das alles. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Irgendwie will ich das optisch drin haben.
Andererseits sieht es, glaube ich, blöder aus, wenn ich da einfach dann Holz drüber baue. Ich habe es aber auch noch nicht getestet, also kann auch sein, dass es gar nicht blöde aussieht. Ja, also sieht nicht wirklich blöde aus, finde ich eigentlich. Könnte man eigentlich so lassen. Ich baue einfach mal weiter. Wir gucken mal, wie das gleich aussehen wird. Zack. Mit Glasspaints arbeitet man immer gerne. Die sind super spannend. Okay, um ehrlich zu sein, arbeitet niemand mit Glasspaints gerne, weil dann immer das passiert und das einfach super nervig ist. Aber wir machen dafür sehr gute Fortschritte in unserem Penthouse. Wie gesagt, einrichten werden wir das heute nicht. Ich wollte es nur von außen noch schon mal bebaut haben. Und so grundlegende Dinge wie Aufzug oder Treppen oder sowas vielleicht schon mit einbauen. Und natürlich auch die grundlegende Form des ganzen Gedönsels. Hier bauen wir jetzt ja gerade die Fenster noch mit ein, weil ja, ich finde, allen Seiten sollte das gleich aussehen. Ich habe auch gerade schon mal auf der anderen Seite da drüben was getestet. Ja, wir haben schon zwei Stück fertig. Ja, wollte ich aber nochmal zeigen, wie ich die Fenster mittlerweile so einbaue. Und zwar genau so. Ein bisschen sollte man in der Folge auch noch sehen, nicht wahr? Aber bevor wir hier weitermachen, hi. So, bevor wir hier weitermachen, guck mal, es sind Leute auf dem Server. Es sind sogar viele Leute auf dem Server. Ich muss mal kurz Werbung machen. Und zwar für in eigener Sache. Hashtag Werbung an dieser Stelle. Warte, ich schreibe es hier rein. Werbung. So, da unten steht, ist alles, was jetzt kommt, ist Werbung, meine Damen und Herren. Denn es geht um ein eigenes Spiel von mir. Und zwar um Balloon Flight. Wenn ich dran denke, blende ich jetzt ein bisschen was dazu ein. Hoffentlich denke ich dran. Ich werde es wahrscheinlich vergessen. Aber das ist ein Spiel von mir. Das ist am Dienstag auf Steam rausgekommen. Es kostet 3,29 € und also relativ wenig. Und das ist ein ja, First-Person-Baller-Balloon-Flugspiel. Ist komisch zu beschreiben, aber das ist so ein bisschen wie, weiß ich, ein bisschen crazy mit Physics und so. Und man muss so weit kommen, wie es geht. Man hat ein gewisses Zeitlimit, das man erhöhen kann, wenn man durch solche Ringe fliegt und so. Es ist wirklich absolut lustig. Schaut es euch gerne mal an. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann holt euch das Spiel gerne. Und Let's Playt es vielleicht auch. Und wenn ihr Let's Plays davon habt, ich gucke immer mal auf YouTube, gucke mir Let's Plays an. Und wenn ich da was sehe, dann kommentiere ich darunter natürlich auch. Und freue mich auf verschiedene Let's Plays, die da rauskommen und so. Es würde mich übel freuen, da so ein paar zu sehen. Und würde mich natürlich auch übel freuen, wenn ein paar von euch uns das supporten wollen, vielleicht sogar eine gute Review auf Steam da lasst, wenn euch das Spiel gefallen hat. Das wäre absolut 10 von 10 hilfreich. Vielleicht auch Freunden empfehlen oder so. Halt Werbung und so. Kuss. So, jetzt machen wir aber weiter. Ich wollte euch hier noch was zeigen. Guck mal, hier haben wir schon so ein bisschen Abgrenzung gemacht. Ich finde, das sieht von innen ganz okay aus. Und hier können wir so eine Wendeltreppe hochbauen, habe ich mir schon gedacht, ne? Also, dass man irgendwie, ja, dann hier so anfängt, sowas in der Richtung Wendeltreppen mäßig zu bauen, wie man halt so eine ganz normale Wendeltreppe baut und dann kommt man hier oben halt so an, also es wird dann natürlich noch vernünftig gebaut, aber man kommt dann halt hier oben so an und hier oben hat man dann noch so einen Dachgarten oder so, da könnte man auch noch mal so ein bisschen Wendeltreppenmäßig was machen. Hier, das gefällt mir noch nicht so ganz, das, ja, da muss ich noch mal gucken, wie ich es mache, vielleicht mache ich die Wendeltreppe nur so, aber dann ist die so ein bisschen eng, keine Ahnung, ob eng jetzt schlecht ist, ob eng gut ist, boah. Schwierige Entscheidung, vielleicht machen wir auch keine Wendeltreppen. Mal gucken, aber grundsätzlich halt so Treppen wären auf jeden Fall eine gute Idee, wie ich finde. Aber ansonsten fühle ich mich hier in diesem Penthouse schon wohl. Wir haben einen Flur hier drin, können hier dann in unsere einzelnen Räume gehen, die aktuell noch ein großer Raum sind. Aber hier habe ich schon so eine kleine Unterteilung. Keine Ahnung, was wir hier genau hinmachen werden. Aber irgendwo werden wir dann auch mit Sicherheit so ein Schlafzimmer haben und so. Das ist natürlich ganz klar. Vielleicht packen wir hier sogar hier so das Schlafzimmer hin, ne? Also wenn wir das jetzt hier auch nochmal so zubauen. Ja, jetzt muss hier natürlich noch Blöcke hin, aber wenn man dann hier reinkommt, dann kann man hier so das Bett platzieren, kann man hier schlafen gehen, steht man hier auf, guckt man so über die Insel. Wobei, wahrscheinlich mache ich das nicht hier. Wahrscheinlich mache ich das irgendwo mit einer geilen Aussicht. Vielleicht hier. Hier können wir das Schlafzimmer hinbauen. Ja, dann könnte man tatsächlich genau nochmal dasselbe hier machen. Und hätte dann hier das Schlafzimmer, guckt so raus auf die Statue, auf den Spawn, den wir hier oben fliegen haben und so. Das wäre doch ganz cool. Ja, wir werden natürlich nicht immer so große Räume bauen. Hier könnte dann noch so ein kleiner Raum hin. Ja, wie gesagt, ich bin auf eure Hilfe auch angewiesen, was für Räume wir hier reinbauen können. Vielleicht habt ihr auch Bock, so Räume vorzubauen. Ich meine, von der Größe her haben wir einen kleinen Raum, der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das 8? 6 plus, also 6 plus 2 sind 8, genau. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke lang, also 6 mal 8 Blöcke von innen. Und dann ist eine Seite halt Fenster und eine Seite halt die Doppeltüre. Ne, könnt ihr gerne, gerne, gerne mal so ein bisschen designen.
Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann hier den Flur erweitern, theoretisch, und die Eingänge hier so hinmachen, dass man hier dann auch noch so einen größeren Raum hat. Ihr seht ja, wie viel Platz ich hier habe, ne? Also der Platz vom Mittelteil bis außen sind immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke in jede Richtung. Also auch hier sind es dann wieder 6 Blöcke. Also wenn man den mitzählt, dann 7 halt. Ja, könnt ihr mal gucken. Das war's schon. So. Wir sehen uns im nächsten Cut. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen will. Ah, die Wände und das, ja genau, das hier. Ne? Das halt, ne, genau. So. Lange kein So mehr gesagt. Aber wir haben wirklich viel Progress gemacht. Guckt euch das im Hintergrund mal an. Wir haben wirklich viel Progress gemacht. Wir haben jetzt die Kuppel, wir haben das Penthouse, wir haben den Aufzug. Ich habe heute zum ersten Mal im Penthouse geschlafen. Es ist alles ganz, ganz wild. Also wirklich, es ist wirklich ganz, ganz wild. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe einige Sachen gemerkt. Hier oben kommt eine richtig geile Dachterrasse hin mit sehr viel Grünzeug und so. Ein paar Bäumen vielleicht auch nochmal gucken. Und hier kommt so ein fetter Radioturm hin, wie aus Craft Attack 5 ungefähr. Hier habe ich eben schon gepennt. Ja, die Raumaufteilung, keine Ahnung. Also ihr könnt da gerne was einschicken. Da mache ich jetzt keine offizielle Community-Challenge raus. Aber wenn ihr irgendwie so Einrichtungsideen habt, schickt die gerne mal ein. Und ich habe gemerkt, dass ich hier unten auf jeden Fall noch einen Ein- und Ausgang haben will. Das ging mir jetzt schon auf den Keks. Das würde ich auf jeden Fall noch machen. Und so ein paar andere Sachen müssen halt auch gemacht werden. Ne? Also sei es jetzt diese eine Mauer, die ich da gerne noch hochziehen wollte, weil ich glaube, dass es besser aussieht. Müsste man natürlich mal testen und so weiter und so fort. Also was ich damit meine, ist halt hier jeweils noch so eine Mauer hochzuziehen, die halt hier noch lang geht. Sei es hier das Treppenhaus, was ich hier noch hochziehen will. Ne? Also es soll ein Treppenhaus hier lang gehen. Und dann hier sollen ja auch noch Sachen sein. Vielleicht hier so ein Kran, hier so eine kleine Satellitenschüssel. Vielleicht das erste Lande-Helipad hier und hier vielleicht ein paar Häuser oder so. Das wäre ganz geil für andere Leute. Keine Ahnung, also wir haben wirklich viel, viel zu tun. Alleine hiermit viel zu tun. Aber wir haben unten natürlich auch noch genauso viel zu tun. Hier auch noch, also wir haben wirklich erstmal Aufgaben genug hier. Und ich hoffe, ihr seid da mit mir dabei in der nächsten Folge von Craft Deck. Denn das war's mit dieser Folge von Craft Deck. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne nach oben da und lasst gerne einen nach oben da. Ja, lasst gerne eine Kartoffel oder so nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao.